Der spanische Fußballverband hat Nationaltrainer Jorge Vilda entlassen. Der 42-Jährige führte die Spanierinnen erst kürzlich zum WM-Titel. Vilda spendete bei einer Rede in Madrid Ende August Verbandspräsident Luis Rubiales Beifall, als sich Rubiales gegen die Vorwürfe zur Wehr setzte, die gegen ihn wegen des Kusses erhoben werden, den er der Spielerin Jennifer Hermoso im Anschluss an das WM-Endspiel aufzwang. Vergangenes Jahr hatten bereits Spielerinnen wegen Vildas Arbeitsweise gestreikt.